Moin, dicker Mann Filme, der Cora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles. Let's Play Golden Sun. So, Golden Sun 2, es geht weiter. Letztes Mal haben wir das Plateau von Dekan gemacht und uns noch die Beschwörung geholt. Dana. Ja, geh weg. Das ist ein Troll, den wollte ich jetzt nicht haben. Wenn ich mich nicht total irre, gab es hier irgendwo einen Djinn? Das ist ein Goblin. Dann scheine ich mich geirrt zu haben. Und da war woanders. Aber so sieht man wenigstens mal was von der Weltkarte. Entschuldigung. Stückchen, die man sonst so nicht wirklich mitbekommt. Ja, hallo Leuchtbubbles. Oh, Plasma. Bam. Da über die Brücke. Oder war das hier? Bäm. Und kaputt. Hallo, Troll? Sicherheitshalber. Hey, Heilkräuter sind uns was zu gebrauchen. Ich glaub's ja nicht. Da! Da ist er! Sag ich doch, der ist hier irgendwo. Entschuldigung. Ah, er hat versucht zu fliehen, es hat nicht geklappt. Bam. Ferrum folgt Jenna. Nee. Ferrum folgt ihm hier. Und Prisma und Plasma, dann können die leben. So, da drüben kommen wir noch nicht weiter. Dafür fehlt uns Frost. Bei dem dort ansässigen Dungeon will ich es jetzt mal nennen. Deswegen spare ich uns jetzt mal das dahingelatsche. Ja, ja, los, angreifen. Macht's kaputt. Okay. Sie sagt, glaube ich, so viel wie sie soll stehen bleiben. Nee, Jumper sind wir ganz bestimmt nicht. Thank you.
und die Nachtzügler kommen jetzt natürlich einfach so angelatscht. Tja. Wir gehen jetzt erstmal nächtigen. Hallo, Gladiatoren. Weiße Haube. Die weiße Haube erlaubt einen Heilzauber. Ja, ich hab's gleich mit dem Gehuste. Bürgermeisters, der ist gerade unterwegs. Ja, da kommen wir gleich noch hin. Eine besondere Rüstung. Ah, Mighty Stock. So, noch ein bisschen mistlos werden. So Schlafbomben. Und Nüsse. Ein Mysterakal behalten wir erstmal noch. Hier in dem Haus gibt es später einen Djinn. Der Ton liegt auf später. Dafür fehlt uns jetzt noch das richtige Item. Jetzt aber noch nicht auf. Auge der Wahrheit, das klingt wie ein Hüller. Hüller haben wir noch nicht. Also werden wir hier später wieder zurückkommen. Bam. Ja genau, Heilkraut. Also ignorieren wir das jetzt erstmal alles. So, wir müssen einmal ins Gefängnis. Also nicht wir müssen ins Gefängnis und wir müssen auf das Gebäude. Und der Typ, dass die Dinger immer gleich weggedrückt werden. Dieser Typ, der ein Bild hat und ein ziemlich einzigartiges Model und Alex irgendwie ähnlich sieht.
Ja, hier sind Wasserpfützen. Er ist blauhaarig. Und er kann Frost. Es wird unser viertes Gruppenmitglied. Geschieht ihm recht. Gerade nicht mit uns reden. Und da ist Aaron. Handgemenge ist gut. Shin war ein Idiot. Ja. Haha. Rosenia, ja, okay, da verlassen wir jetzt also erstmal Indra. Harte Worte. Aber für uns geht es jetzt erstmal weiter nach Osenia. Hafra ist auch unser Ziel. Das ist unser längerfristiges Ziel. So. Das hier sind Champa-Schiffe. Oder was davon übrig ist. Piratenschwert. Das kriegst du jetzt erstmal du und dein magisches Stöckchen geht an sie. Ah, funktioniert doch alles. So, wir sind jetzt in Osenia. Und die Brücke ist kaputt. War ja klar. Hallo. Den hat's weggeklatscht. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten lang.
Patsch. Patsch kaputt. Patsch. Ist kaputt? Au. Das tat ernsthaft weh. So. Aber die Yampi-Wüste immer wohl nächstes Mal. Ich bin Cora von Dickermann Filme und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.